Riding down the Atlantic coast and living by the sea. Das Meer. Ja. Wow. Bereit für den Strand? Et voilà. Erstmal den ganzen Stuff hier abgelegt. Das ist unser Campspot heute Nacht. Wir wurden mal wieder eingeladen, im Garten zu chillen. Und das war gerade mein Abendbrot. Paradieschen. Mit Paradieschen? Paradieschen. mit Erdnussbutter, Aprikosenmarmelade, paar Pistazien. Einen Lunchplatz haben wir gefunden. Esel sind wirklich das Süßeste, was es gibt. So, jetzt ein bisschen Meisen im Scheißfeld. Leute, jetzt gibt es hier einfach wieder kein Schild. Das heißt, wir wissen nicht, wo lang. Das heißt, wir sind im Kreisel stecken geblieben. Scheiße. Ja, das Kontinuum läuft jetzt weiter, noch so 20 Minuten. Ihr fragt jetzt mal an dem Campingplatz, ob wir da Wasser auffüllen dürfen. Ich bin gespannt, ob sie uns das erlauben. Et voilà. Aber aktuell kostet es noch 11 Euro. Also wenn wir mal 3 Tage lang nur im Meer geduscht haben, würde ich sagen, machen wir das mal. Let's go! It's me, Mario! Bonjour. Elegant. Salzwasser und Schoppe bei den Füßen. Maurice, ich meine königliche Füße. Erstmal das Fahrradschild als Tisch umfunktioniert. Perfekt.
Ich hab tatsächlich gerade eben noch gedacht, ich hatte in Karlsruhe jede Woche einen Platten. Ba, ba, ba. Und jetzt sind wir 3 Wochen unterwegs, kein Platten. Und jetzt ist der erste Platten. Ich hätte es nicht denken sollen. Ich hab's gejinxt. Warum? Durch aber die Hubbel oder? Nee, du bist irgendwo reingefahren. Scheiße. Also, ja. Scheiße. Egal. Wird schon. I have another one. So, kurzes Update. Reifen ist geplatzt. Das heißt, es war nichts mit Flicken. Mein erstes Mal gab es leider nicht. Aber der erste Reifenwechsel haben wir entjungfert. Mein wunderschönes Fahrrad und mich vor allem. Aber es läuft wieder. Wir haben einen neuen Schlauch reingemacht. Der Reifen ist jetzt steinhart. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Luft rein. Aber wir sind back on the track. Gerade beim Reifen auf Pumpen. Das hat man, glaube ich, nicht auf Video gesehen. Stand Elf mit dem Vater, also so ein 60, 65-Jähriger, ein Sohn, so ein 40-Jähriger, da und die haben Luft reingemacht. Und dann wurde es voller und voller und voller und Eve dann irgendwann so, Simo. Dann haben sie aber nicht aufgehört, haben es nicht abbekommen. Dann Eve, Simo, Simo, Simo. Und dann hat der Alte auch angefangen, zu seinem Sohn zu sagen, der Luft abstellen musste, Simo, Simo, Simo und alles Simo, Simo, Simo. Und dann hat es gemacht. Norden sieht man gar nicht. Wir sind da oben so runtergekommen. Und fahren jetzt weiter. Ah, hier sieht man es. Nord. Wir sind hier. La Loa Velo. Und jetzt geht's hier runter. Zu Spanien. Hier gibt es einfach eine Dusche. Wie amazing. Wir können hier essen. Das ist ein Seegucker. Ganz für uns alleine. Wie geil. Safe.
Ui, schau mal, wie viele Schwäne und Enten. Und Alter, die Kiefern, guck sie dir an, wie grün. Wow. Nach 8 Tagen sind wir wieder zurück auf dem Fahrrad und sind erstmal direkt zu einem Supermarkt gefahren. Jetzt habe ich gerade 4 Paar Schokolade gegessen und jetzt ist mir erstmal ein paar Stunden schlecht. Aber jetzt habe ich wenigstens keinen Hunger. Wir sind auf dem Boot gelandet. Wir haben gerade ein paar Menschlis aus Freiburg und Karlsruhe getroffen. Wir sind jetzt eine richtige Biker-Crew. Da geht's zum Meer. Da waren wir gerade, richtig schönen Sonnenuntergang gesehen. Und wir schlafen heute hier in dem Garten, da ist unser Zelt. Und wir haben mal wieder einfach einen Jackpot. Mhm. Die sind so lieb. Guten Morgen. Ganz schön nass hier.
Bonjour. Unser Zelt ist wieder kaputt. Zehn Minuten später. Drei Stunden später. Crazy. Hier ist einfach gar niemand. Verrückt. Oh mein Gott. Wir haben uns jetzt ein kleines Shelter gebaut und chillen hier den ganzen Mittag, weil in der Mittagssonne fahren ist echt krass. Und es sieht ja richtig schnucklig aus. Zehn Stunden später. Wir haben gerade Sophie aus Berlin kennengelernt und Eve und Sophie schauen jetzt mal, ob sie in den Dünen einen Schlafplatz finden, und ich chill gerade hier ein bisschen. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist so 5, 6, 7 Meter von unserem Zelt. Bock, die noch zu benutzen, nachdem der die da... Oh, entscheide ich morgen. Und aber er kommt nicht zu dir, sondern nur zum Essen. Ja, der kommt nur zu... Naja, der klaut mir meine Sachen vom Zelt weg. Hä? Ja, das Ding ist halt, der hockt sich bei uns ins Vorzelt rein. Ja, keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Ja, was macht man denn, weißt du? Oh. Glaubst du, der versucht es noch lange? Das habe ich ja noch nie erlebt bei Büchsen, sag mal. Seit wann sind die denn so? Bisschen rumgebastelt hier. Was hat gehalten? Sag's nicht. Ich hab mein Fahrrad verloren. Und? Hast du überlebt? Ich finde es interessant. Also, man lernt immer wieder dazu. Haben wir alles rausgeholt von unten? Da wird jetzt jedes Fahrrad einzeln hochgetragen. Braucht man auch keinen Sport mehr danach. Aber jetzt erscheint mir, als hätte ich doch gar nicht viel. Ich hab viel, wir haben viel. Ja, jetzt erscheint es mir.
Alter, wie hoch ist die bitte? Krass. Achtung! Und ihr hier draußen. He's telling some kind of story. Hast du mal wieder einen Freund oder eine Freundin gefunden? Ja. So. Die Gang. On the road. Back on the road. Where are we going? Wohin fahren wir eigentlich? Ist das richtig? Wir haben mal wieder einen super Schlafplatz gefunden. Krass. Ich freue mich auf den Pool. Sieht man den von hier? Nö. So sieht Bayon aus. Sehr nice. Nur als kurze Info. Wir haben gestern den Atlantik verlassen und uns von Sophie getrennt, die 4 Tage lang mit uns gereist ist, und fahren jetzt von Bayonne den Fluss rein nach Lourdes oder so in die Pyrenäen. Haben da auf jeden Fall ein Workaway-Projekt und arbeiten ein bisschen, lernen ein paar neue Menschen kennen und gehen in den Pyrenäen wandern. Der Weg hierhin ist gerade schon richtig nice. Bayonne, da waren wir gerade. Euro 3. Hä?